Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Tops Champions League Orakel Video. Heute heißt es Porto gegen Juventus Turin. 3 Booster liegen bereit und die Partie ist meiner Meinung nach schwer einzuschätzen. 20:45 natürlich wie immer Anstoßzeit, wie halt üblich in der Champions League, und meiner Meinung nach, ja, ist schwierig zu sagen. Ich sage ein knappes Ergebnis, 0:1 für Juventus Turin. Eure Tipps natürlich wie immer unten in die Kommentare schreiben, Leute, weil die richtigen Tipps werde ich einblenden. Einblenden in meiner Serie Orakel United freitags, also jeden Freitag um 18 Uhr, und ich starte rein in die erste Halbzeit mit dem ersten Booster. Cesar von Sporting, Gedos von Club Brügge, Samaris von Benfica, Makarenko von Kiew und das 1:0 Patrice Evra, wahrscheinlich nach einer Ecke oder, ja, keine Ahnung, wie er das Tor gemacht hat. Fakt ist, ja, die Torschützen müssen ja nicht stimmen, nur da die Mannschaft. Das heißt, Juventus Turin 0:1. Und dann noch Winners Sergio Ramos. Ich habe ja gesagt, 0:1, also jetzt darf bitte keine weitere Karte mehr kommen hier. So, schauen wir mal. Die ersten 3 Kärtchen gehören noch in die erste Halbzeit. Paulista, Kimpembe und Iborra von Sevilla. Die anderen Kärtchen gehören zur zweiten Halbzeit. Das heißt, nach 45 Minuten steht es 0:1 für die alte Dame, für Juventus Turin. Aber 9 Kärtchen kommen ja noch. Die ersten 3 habe ich hier. Wacklick, Diego Godin und das Leverkusen-Logo. Also, immer noch 0:1 Juventus Turin. Nachher gibt es natürlich noch Sevilla gegen Leicester. Meiner Meinung nach auch eine sehr spannende Partie. Und wir schauen mal, ob es hier noch Torschützen gibt. Kostas Mitroglou von Benfica war ja in der letzten Woche Torschütze. Dann Papadopoulos, Dardea, Andres Iniesta, Harry Kane und Man of the Match von Bjarnason, von Birkir Bjarnason von Basel. Das heißt, es bleibt beim 1:0, so wie ich es getippt hatte am Anfang, Leute. Mal gucken, wie eure Tipps aussehen. Tippt ihr auch 0:1 für die alte Dame? Ich würde sagen, wir sehen uns nachher noch wieder in einer Stunde beim nächsten Orakel, beim nächsten Top Champions League Orakel, Sevilla gegen Leicester. Bis später. Tschüssi.